Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3. Wir waren letztes Mal dabei stehen geblieben, mit der ersten richtigen Kampagne anzufangen. Der Menschenkampagne, die Geißel von Lordaeron. Ich würde sagen, legen wir los. Wir erhalten Berichte, dass die Orks sich formieren. Gewiss sind die jüngsten Angriffe auf die Internierungslager doch Beweis genug. Das stimmt. Die Horde ist unterwegs. Das ist absurd. Meine Nation wird nicht tatenlos zusehen, wie die Horde vor unseren Toren steht. Die Orks sind nicht unsere größte Sorge hier. Soll ich mich denn ständig wiederholen? König Terenas, beherzigt meine Warnung. Diese Pest, die Nordländer heimsucht, könnte schlimme Folgen haben. Pest! Ihr Zauberer seid doch paranoid! Lasst uns das in Ruhe betrachten. Selbst wenn diese Pest eine Gefahr für uns wäre, was sollten wir dagegen tun? Ganz einfach. Wie gesagt, die Kirin-Tor sind schon bereit. Sie stellen die Dörfer unter strenge Quarantäne. Ich werde keine Quarantäne verhängen, ohne Beweis für eure Worte, Botschafter. Die Menschen von Lordaeron mussten genug leiden. Sie müssen nicht noch Gefangene im eigenen Land sein. Doch sind sie gefangen, guter König. Was heißt das nun wieder? Und wer seid ihr? Die Menschheit ist in Gefahr. Die Wellen der Dunkelheit tosen wieder heran. Auf der ganzen Welt herrscht Kriegsgefahr. Genug damit! Wacht! Entfernt diesen Irren! Hört her! Die Hoffnung für unser Volk liegt im Westen. Im vergessenen Land von Kalimdor! Seid ihr Obacht, Botschafter! Ohne zu wissen, wer ihr seid, wage ich zu sagen, dies ist nicht die Zeit für brabbelnde Propheten. Unser Land befindet sich im Krieg. Aber wir entscheiden, was der beste Schutz für das Volk ist. Niemand sonst! Nun, hinfort! Ich versagte bei den Menschen schon einmal. Doch nie wieder. Ist hier keiner bereit zu helfen? Dann muss ich einen anderen finden. Die Warnung ist ausgesprochen. Jetzt müssen Sie etwas tun. Verteidigung von Strahnbrat. Das Oberkommando der Allianz sah sich aufgrund der jüngsten Orkaufstände in Südlordaeron gezwungen, umfassende Maßnahmen zu ergreifen. Um die Bedrohung durch die Orks abzuwenden, hat König Terenas zwei der besten Paladine des Landes ausgeschickt. Seinen Sohn, Prinz Arthas, und den legendären Uther Lightbringer. Sie sollen die Orks ein für allemal besiegen. Okay. Da steht er, der Ute. Willkommen, Prinz Arthas. Meine Männer und ich fühlen uns durch euren Besuch geehrt. Nicht so förmlich, Ute. Noch bin ich nicht König. Schön, euch zu sehen. Und euch, Freund. Schön, dass König Terenas euch zu unserer Hilfe geschickt hat. Mein Vater hofft immer noch, dass eure Geduld und Erfahrung auf mich abfärben.
Ein Vater darf doch träumen, oder nicht? Das ist die Lage. Unsere Kundschafter haben bestätigt, dass ein Lager der Orks irgendwo hinter dem nächsten Hügel liegt. Wie ich dachte. Es kommt noch schlimmer. Sie bereiten einen Angriff auf das nahegelegene Dorf Stranbrat vor. Unseres Wissens ist das Dorf vollkommen schutzlos. Ich muss sofort gegen das Lager der Orks vorgehen. Könnt ihr Stranbrat auf euch allein gestellt verteidigen? Gewiss, Uta. Seid ganz unbesorgt. Gut. Wir treffen uns im Lager der Orks, wenn ihr das Dorf gerettet habt. Seid vorsichtig, Arthas. Alles klar. Wir steuern Arthas. Wir haben schon gehört, der Sohn des Königs, der Prinz, der, ja, nächste König, der Thronerbe. Okay, an der Stelle mal eine kleine Bitte an alle. Es gibt bestimmt viele, die Warcraft 3 kennen, und es gibt garantiert noch mehr, die WoW kennen. Aber es gibt auf der anderen Seite bestimmt auch einige, die beides nicht kennen, und von daher bitte ich euch, keine Spoiler reinzuwerfen. Die Geschichte ist wirklich sehr gut, und es hat sehr viele Besonderheiten. Und ich würde mal sagen, auch wenn es euch auf der Zunge brennt, haltet euch bei irgendwelchen Besonderheiten und Spoilern bitte zurück. Natürlich. Genau, er hat's gesagt, natürlich. Ich stehe für das Licht. Also, dann wollen wir beginnen. Ja. Synchron. Für meinen Hier Vater, haben den wir's. König. Ich habe ja schon mal erwähnt, wir können Kisten angreifen, die hier auf dem Weg liegen. Zack. Für meinen Vater, den König. Ja, jetzt wissen wir spätestens, dass er der Prinz für ist. Für meinen Vater, den König. Ist ja gut, wir wissen Bescheid. Ein solider Plan. Alles klar. Hier sind nochmal Schweine. Besteht etwa Gefahr? Ihr steht im Wald rum, ihr Schweine. Ja. Ein solider Plan. Und wir wissen Bescheid. Der liebe Herr Ute. Soll ich Ute jetzt schon erklären? Da war doch was in den Kisten drin. Natürlich. Die Rolle des Schutzes. Erhöht 30 Sekunden lang die Rüstung aller befreundeten Einheiten in einem Gebiet um den Helden um 2. Ja. Ganz nützlich. Bei den Soldaten wäre das eine Verdopplung. Ich stehe für das Licht. Ach, die Soldaten. Mir ist auch übrigens eingefallen, dass ich die Schamanen vergessen habe, anzuklicken mehrfach. Halb so wild. Wir haben auch mit dem Arthas, er ist ein Paladin von der Klasse. Und er hat auch verschiedene Skills. Die gehen wir dann mal durch nacheinander, wenn wir sie aktivieren können. Machen wir zuerst das Heilige Licht. Das ist einfach ein Heilzauber. Heilt eine verbündete Einheit um 200 Lebenspunkte. Oder fügt einer untoten Einheit die Hälfte dieser Punkte als Schaden zu. Ganz nützlich. Okay, aber nehmen wir mal die Soldaten. Was braucht ihr? Das Durchklicken müssen wir echt bei jeder Einheit machen. Befehle? Ja, mein Lehnsherr? Und jetzt geht's los. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Schwert schnappen, Horde kappen. All right. Onkel Lothar braucht dich. Es ist nur eine Fleischwunde. Das wär's, glaube ich, gewesen. Sag das Zauberwort. Richtig. Es gibt einige Soldaten, die sagen einfach was Ausgefallenes, also einige Einheiten. Aber andere haben dann richtig lustige Sprüche drauf, wie ihr es schon beim Grunzer gesehen habt. Das Licht ist meine Stärke. Was sagt denn der liebe Arthas? Gehen wir denn auch mal durch. Ich stehe für das Licht. Beak, besteht beak. Etwa Gefahr? Beak, beak. Ich stehe für das Licht. Jetzt geht's los. Es ist nicht leicht, ein Prinz zu sein. Ich werde meinem Vater und meinem Königreich Ehre machen. Licht, leite meinen Weg. Ja, das Licht. Licht, gib mir Kraft. Ja, ein ganz tolles Licht. Ich sollte das Kommando haben. Ich weiß, was ich tue. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Stimmt, ich komme auch in dich rein, wenn du stehst. Besteht etwa Gefahr? Also. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Leute, wir wollen jetzt nicht so weit den Hammer ausschwingen. Für die Ehre. Weiter geht's. Ja. Hallöchen, Kinder. Befehle? Kinder und Frauen. Ich stehe für das Licht. Die immer zuerst. Natürlich. Wer bist denn du? Du bist ziemlich dunkel. Maria. Ich Alles stehe klar. für das Licht. Ich bin noch so ein bisschen ein geprägt davon, Plan. Dass... Ja. Für die Ehre. Was ist denn los? Bitte, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ein Trupp Knolle hat meinen kleinen Sohn Timmy entführt und in den Wald in ihr Versteck gebracht. Bitte, bringt ihn mir gesund zurück. Der kleine Timmy wurde von Knollen entführt. Das heißt Gnolle. Ein meine Güte. Plan. Genau wie der Tutorial-Typ. Der immer Srall sagt statt Frall. Für die Ehre. Ach ja. Knolle. Ja. Wir wurden von. Für die Ehre. Wurden von Knollen entführt. Ein solider Plan. Alles klar. Hilfe!
Mensch, wenn du es nicht gesagt hättest. Elender Kerl. Stimmt, Hammer ins Gesicht. Ach ja, wisst ihr was, ich kann es ja schon mal sagen. Der Uther-Leitbringer, den wir hier gesehen haben. Ich dachte eigentlich schon fast in meiner Erinnerung, spürt meinen Zorn, dass er der Einzige war, der wirklich in... Baumel noch ein bisschen, ich erkläre noch. Natürlich. Oh, nö. Nein. Oh, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Belohnung für euch. Yay, ein Ring des Schutzes plus eins. Das erhöht die Rüstung um eins. Steht etwa Gefahr? Klasse, nicht wahr? Wir haben Timmy gerettet. Timmy. Ich stehe für das Licht. Dinger kaputt machen. Perfekt. Für meinen Vater, den König. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja. Ich wollte, glaube ich, irgendwas zu Uther sagen, für oder? Für die Ehre. Ah, stimmt. Ja, genau. Sein für Name. Vater, ich dachte, König. Sein Name wäre der einzige, der in Warcraft 3 schon eingedeutscht wurde. Ich dachte, der hieß hier Lichtbringer. Ja. Für aber okay. Die Ehre. Ganz ehrlich, das wäre auch der einzige Name, bei dem ich sagen kann, da kann man es echt machen. Spürt meinen Zorn. Aber gut. Geht auch so. Ja. Für die Ehre. Dann heißt er ja doch noch Lightbringer. Ich find's auch in Ordnung, die Namen original zu lassen. Ich, wie gesagt, diese Eindeutschung. Bei einigen Namen geht's vielleicht noch, wie bei Lichtbringer. Aber es gibt einige Namen, da fasst man sich nur noch an den Kopf und denkt sich, warum macht ihr das? Ein solider Plan. Warum? Es tut so weh. Es tut für einfach so Ehre. Weh. Aber gut, machen wir weiter Kisten kaputt. Das ist eine Angewohnheit, tut mir leid. Für meinen Vater, den König! Wir sehen, haben Leute für Ausrufezeichen Vater, über dem Kopf. König. Bevor die Online-Rollenspiele richtig populär wurden, war das noch nicht normal. Steht etwa ja gut. Gefahr? Okay, es gab schon längst vor Warcraft zum einen Online-Rollenspiele und zum anderen richtig gute normale Rollenspiele. Von daher dürften es doch schon einige gewusst haben damals. Für okay, Ehre. Ich nehm's zurück. Wir werden für Lordaeron kämpfen. Zu den Schwertern! Alles klar. Du, Bauer. Das Licht ist meine Stärke. Bauern mit Waffen. Alles klar. Ein solider Plan. Keine Ahnung, ob das ausgebildete Soldaten sind, aber hey, wir haben die gleichen Werte, passt schon. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Wohin wollen wir denn jetzt eigentlich? Wir wollen auf jeden Fall die Stadt Stranbrad retten. Ja. Die von Orks angegriffen werden soll, wie es scheint. What? Ein solider Plan. Nehmt alles mit, Leute. Alles, was wertvoll ist. Ihr seid mir vielleicht ein paar tolle Banditen. Ein Prinz plus riesige Leibgarde. Ach ja, die überfallen wir mal in der Falle. Selber schuld. Gucken wir mal, wie das Heilen funktioniert. Das können wir direkt hier machen oder auch hier in dem Porträt. So mache ich es am liebsten eigentlich. Ich müsste mir auch langsam mal... Ich muss ehrlich zugeben, auch wenn ich es eine lange Zeit über online gespielt habe und noch nicht mal so schlecht, habe ich nie Quickslots benutzt in dem Spiel. Ich habe das immer per Drücken gemacht. Also gut, nehmen wir mal die Rolle der Heilung mit. Irgendwann müssen wir das Zeug echt mal benutzen. Neue Fähigkeiten. Gucken wir mal, was wir jetzt bei den zwei Dingern hier machen können. Ach, lesen wir einfach mal alles. Das Gottesschild. Ein undurchdringlicher Schild, der den Paladin umgibt und ihn für eine bestimmte Zeit vor allen Verletzungen und Zaubern bewahrt. Das heißt, Unverwundbarkeit einfach. 15 Sekunden, 30 und 45 auf letzte Stufe. Das ist schon eine echt geile Sache. Problem ist, dann werden halt einfach... Da der Paladin an sich schon sehr viel aushält, setzt man ihn gerne so quasi als Tank ein. Und während des Gottesschilds werden dann halt einfach die anderen Einheiten niedergemetzelt. Von daher, es kann ein riesen Arschretter sein, aber ich nehme meistens zuerst doch lieber die Aura mit. Aura erhöht bei allen Leuten in der Nähe die Rüstung. Das ist doch auch okay. Zack, halten sie mehr aus. Sogar 1,5. Okay. Besteht etwa Gefahr? Ja, natürlich. Besteht etwa Gefahr? Ja. Ein solider Plan. Selbst eingeschätzt. Gleich mal selbst beantwortet. Ja. Hilfe! Banditen stehlen unser Eigentum! Mein Gott, hier geht die Post ab! Wir plündern sie aus, wie alle anderen auch. Plündern sie aus? Junge. Diese Banditen haben mein Geschäftsbuch gestohlen. Das wird mich meinen Hof kosten. Bitte holt es aus ihrem Lager zurück. Es würde uns sehr viel bedeuten. Meine ganze Pornosammlung war da drin. Nein, bringt sie mir zurück. Ich kann doch mit meiner Frau alleine nicht leben. Für die Ehre. Los, hinterher. Ja. Spürt meinen Zorn. Bringt dem Mann seine Pornos, seine Geschäftsbücher zurück. Ein bisschen heile. Sonnenschein. Elender Kerl. Für meinen Vater, den König. Allreit. Ja. Und ja, ich wollte vorhin mit Uther anfangen, jetzt habe ich schon wieder natürlich. Irgendwie... Spürt mein Recht euer letztes Gebet. Es tut mir leid. Ja,
Aber es dauert noch ein bisschen, bis ich mein letztes Gebet spreche. Schon alleine, weil ich normalerweise keine Gebete spreche. Okay, ich bin ein Paladin. Natürlich. Dann macht man mal eine Ausnahme. Verfolgung ist nicht nötig. Die Blatthill-Banditen. Interessant. Für das Licht. Blizzard würde es mittlerweile bestimmt die Bluthügel-Banditen nennen. Besteht etwa Gefahr? Okay. Gerards Geschäftsbuch. Dieses Geschäftsbuch sieht aus, als würde es nur langweilige Fakten und Zahlen enthalten, bis Arthas das Buch aufmachte und gewaltige Täler und Berge erblickte und sich beschloss, das Buch kurzerhand zu behalten. gehen wir mal zurück. Ja. Ich habe dein Buch. Na, was willst du dafür? Ein solider Plan. Vielen Dank für eure Hilfe. Bitte, nehmt dies hier. Wir haben jetzt ein Foliant erhalten, aber wir haben keine Ahnung welches. Das ist auch ein Nachteil der Sache, die ich gesagt habe, dass man die Bücher jetzt einfach so aufsammelt. Ah, da steht's da, Foliant der Kraft, okay. Man sieht manchmal nicht, was für eine Verbesserung man bekommt. Wir haben jetzt schon gleich einen Kraftbonus bekommen. Und Kraft ist vor allem wichtig für einen Paladin, es ist das Primärattribut. Also es gibt drei verschiedene Arten von Helden. Helden, die auf Kraft aus sind, auf Beweglichkeit oder auf Intelligenz. Thrall war zum Beispiel ein Intelligenz-Held. Und die Attribute haben an sich allesamt ihren Sinn. Kraft erhöht den da steht's auch da. Verursachten, ja genau, das ist der Grund mit dem. Okay, also auf jeden Fall erhöht Kraft immer Lebenspunkte und Lebensregeneration. Beweglichkeit erhöht immer die Rüstung. Und Angriffsgeschwindigkeit. Und Intelligenz erhöht immer das Mana. Und ich glaube Mana-Regeneration auch noch, oder? Ja, genau. Und je nachdem, was Primärattribut ist, wird der Schaden auch erhöht. Beim Stärkeheld wird durch Stärke der Schaden erhöht. Beim Held wie Thrall, der bekommt nur durch Intelligenz Schaden dazu. Also Primärattribut bedeutet, durch was man noch Bonusschaden macht. Ich stehe für das Licht. Deshalb Stärke sehr fein, erhöht unsere Lebenspunkte, Lebensregeneration und den Schaden. Beste, was wir haben könnten eigentlich. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, verzeiht, wenn die ersten Folgen ein bisschen länger sind. Natürlich. Ich erkläre ein Spiel, vor allem ein Spiel, das mir wichtig ist, sehr, sehr gerne, sehr ausführlich. Entkommt! Tötet ihn! Ja. Alter Falter. Die Orks, die wir gespielt... Der Angriff hat schon begonnen. Zu den Waffen, Brüder. Zu den Waffen, meine Affen. Natürlich. Die Orks, die wir gespielt haben, waren irgendwie netter. Besteht etwa Gefahr? Ihr seht, die Grunze sind hart im Nehmen. Ich stehe für das Licht. Also gut. Ich stehe für das Licht. Dann. Ein solider Plan. Gucken wir erstmal. Ich gucke jedes Eck durch. Es brennt ja nur das Dorf und Leute werden abgemetzelt. Wir haben Zeit. Es ist halt wirklich so. Alles erkunden, das ist wichtig. Es ist schön. Es gehört dazu. Es ist ein Friedhof. Ein solider Plan. Es ist ein Friedhof. Immer alles erkunden. Es ist nämlich ein Friedhof. Ja. Alles klar. Wir könnten echt mal irgendwas benutzen irgendwann Natürlich. Mal. Na, aber solange wir noch einen Platz frei haben. Für die Ehre. Ja, nö. Hau die alle durch den Häcksler. Ist schon in Ordnung. Für meinen Vater, den König. Räuber. Die haben einen Belagerungsschaden. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Die haben Belagerungsschaden. Die machen extra Schaden gegen Gebäude. Elender Kerl. Und die reiten auf Wölfen, wie man sieht. Ja. Die können das. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Natürlich. Für die Ehre. Hey, eine Kiste. Ja. Gut, wir müssen jetzt nicht alles auseinandernehmen, aber ein bisschen durch die Gegend. Ein solider Plan. Ja, mein Lenz. Wir heilen wieder ein bisschen. Können wir schon fast mal. Wenn wir es noch nicht brauchen, lassen wir es. Bitte, eine 1. Spürt meinen Zorn. Natürlich. Wunderbar. Ja. Gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 plus 4. Ja. Wir haben einen Soldaten dabei. Für die Ehre. 9 Soldaten dabei. Elender Kerl. Mhm. Zack. Weg mit den Kisten. Aber in den Kisten ist normalerweise nichts Außergewöhnliches drin. Vielleicht hin wieder mal so ein Trank oder so. Von daher ist es nicht so wichtig. Das Wichtigste sind wirklich die permanenten Attribute, wie jetzt durch die Folianten oder so Späße. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Natürlich. Ja. Okay.
dann mal weiter gucken. Bobs Gans. Jetzt wird gerichtet. Ich sag, die Kisten sind nicht so wichtig und mach die trotzdem kaputt. Es tut mir leid, es ist Unterbewusstsein. Ich kann da nichts für. Für die Ehre. Die Kiste war einfach da. Für meinen Vater, den König. Sie hat geschrien, glück mich, du Sau. Dann dachte ich irgendwann, gut, okay. Bevor er mich weiter belästigt. Ein solider Plan. Klicke ich einfach mal drauf. Glück mich härter, glück mich fester. Ich glück doch schon die ganze Zeit. Jetzt wird gerichtet. Genau zu guter Welt. Seht ihr, da haben wir einen Mana dran. Natürlich. Jetzt benutzen wir mal einen. Für die Ehre. So. Ja. Also, zu Ute. Wir haben ja gesehen, Ute, ein solider Leitbringer, ist ebenfalls ein Paladin wie wir. Und er ist als Paladin auch unser Vorgesetzter. Wie ich weiß, in dem Orden der Paladine, den wir das drin sind, ist er das Oberhaupt. Ich glaube, es gibt verschiedene Paladin-Orden und in diesem Orden halt, in dem Arthas drin ist. Und ich glaube, das ist sogar der angesehenste und größte Orden. Bloß der Name entfällt mir gerade. Ist Uta das Oberhaupt. Aber Arthas ist wie gesagt der Prinz. Derzeit ist Uta noch sein Vorgesetzter, aber an dem Zeitpunkt, in dem Arthas König wird, wendet sich so gesehen das Blatt. Aber Arthas ist derzeit noch, halt noch, ein Schüler Utas. Ich stehe für das Licht. Klasse Sache, nicht wahr? Schafft diese elenden Kreaturen mit den anderen fort. Bringt sie raus! Und wir kommen natürlich zu spät. Eine Verbeugung ist nicht alles möglich. Klar. Elender Kerl! Schafft diese elenden Kreaturen hier raus, kommen die Dorfbewohner so. Alles klar, nimm die Ochse mit. Moment mal, das hatte ich mir eigentlich andersrum vorgestellt. Sollten wir... Ich bin jetzt gerade überlegen, ist es besser, Kleinviech zuerst direkt zu machen oder gleich auf den Großen? Wir kriegen das mit der Heilung schon hin. Keine Sorge. Ich bin patentierter Heiler, ich weiß genau, was ich tue. Upsa, falschen Gehalt. Natürlich. Heilung? War das nicht ein Chinese? Ein solider Plan. Elender Kerl. Und weiter geht's. Wir könnten im Notfall auch noch der Heiler... eine Holle der Reilung, ihr wisst Bescheid, benutzen. Ja. Die Frau Holle der Reilung. Ich stehe für das Licht. Den Sklavenmeister besiegen. Das waren böse Orks, die Sklaven nehmen. Habt Dank, Prinz Arthas. Aber was ist mit den anderen, die verschleppt wurden? Seid unbesorgt, Sohn. Wir finden sie und bringen sie sicher heim. Prinz Arthas, Lord Uta braucht euch sofort beim Lager der Orks. Dass nur keine Langeweile aufkommt. Gehen wir. Alles klar. Das hätten wir geschafft.